Die Gedanken sind quer, was soll man noch sagen? Tagtäglich ist es schwer, überhaupt zu ertragen. So laut sie auch stören, ich kann's nicht mehr hören. Egoman und vulgär, die Gedanken sind quer. Egoman und vulgär, die Gedanken sind quer. Hinter dem Polizeiwagen, also wir werden sie jetzt jedenfalls hier auf unserer Versammlung hoffentlich nicht mehr sehen. Dafür haben sie schon die dementsprechende Musik gespielt, It's Raining Man. Also ich glaube, wir wären dankbar, wenn auf diese Leute mal ein bisschen Hirn regnen würde. Denn ich glaube, das wäre wirklich, wirklich ein Gewinn und wirklich was wert. Wir sind hier auf diesem Platz, dürfen uns hier wieder bewegen bis zum Eingang hier vorne am Dom. Genau. Die anderen, wie gesagt, hinter dem Polizeiwagen. Und vielleicht gibt es gleich noch jemanden von den Busters, der oder die auch noch eine kurze Ansage macht, wann es dann gleich bei euch weitergeht. Wir begrüßen einen Kollegen aus Köln, der uns hier auch schon mal bei der Stürzenberger, Anti-Stürzenberger Veranstaltung unterstützt hat. Genau, du hast das Wort. Und wir freuen uns, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Einmal bin ich schon mit euch durch die Stadt gewandert. Bei Stürzenberger haben wir den zweiten Gegenprotest gemacht. Bei dem ersten, als wir mitgewandert sind, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, ist die Kollegin, die mit mir hier war, leider tätlich angegangen worden. Ich hoffe, dass die Polizei das diesmal im Griff hat, dass die AfDler hier nicht über die Stränge schlagen. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen, einmal von dem Verein Kein Fädel für Rassismus. Zum zweiten von der Gruppe Klare Kante gegen Rechts. Und zum dritten vom Verein City of Hope Cologne, der Verein, der 2015 der Stadt das Handling mit den Geflüchteten aus der Hand genommen hat, weil die Stadt es nicht hingekriegt hat, und unter der Leitung von der Tanja hat das dann super geklappt, und wir drei Vereine stellen eigentlich in Köln den Gegenprotest, fahren dann auch mal woanders hin. In Solingen haben wir uns getroffen, beim Nährling vor 2 Wochen, und da kam dann eben auch die Idee auf, dass ich nochmal hier hinkomme. Ich habe hier auch andere Verpflichtungen noch. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich auf so viele Menschen gucken kann. In Köln sind wir immer nur 10 bis 15. Dafür stehen wir auch jeden Montag da. Also wenn ihr uns mal unterstützen wollt, jetzt mit dem Deutschlandticket, ist es ja nicht so problematisch, ne? Der Zug fährt 2 Stunden bis zum Kölner Hauptbahnhof. Der Marsch von den Schwurblern und den Rechten, der geht ungefähr 1 Stunde. Und dann könnt ihr abends um 20.30 Uhr den Zug wieder mit zurücknehmen. Ansonsten laden wir euch natürlich auch gerne ein, wenn Stürzenberger wieder in Köln ist oder. Also, ich wünsche hier unserer Versammlung einen ganz tollen Verlauf. Freue mich, dass wir hier so viele sind, und hoffe, dass irgendwann unser Kampf auch wirklich mal zum Ziel führt und wir uns von diesem ganzen rechten Dreck trennen können. Ciao. Danke dir. Russland ist kein Volk, das darauf angelegt ist, durch Aggression andere Länder zu erobern. Das widerstrebt der russischen Mentalität. Und warum sind Sie dann in die Ukraine eingemarschiert? Ja, ich habe ja gesagt, ich lasse mich jetzt von Ihnen jetzt nicht in Widersprüche verwickeln. Also, hör mal, Freundchen, jetzt komm mir aber nicht mit Fakten, du. Ja.